Das hier ist der Hambacher Forst, so benannt von RWE. Früher hieß der Wald der Bürgerwald. Der Wald hat den Dörfern in der Umgebung gehört und alle Menschen durften ihn benutzen. Aber es ist nur noch 10% übrig von dem Wald, weil er gerodet wird für eine Braunkohlemine von RWE, die mit für eine der größten Verantwortlichen für den Klimawandel ist. Der Hambacher Forst ist jetzt seit 2012 besetzt und das hat sich aus der Klimagerechtigkeitsbewegung entwickelt, die unter anderem so mit den Klimacamps angefangen hat. Daraus hat sich dann eine Gruppe Menschen gebildet, die meinten, ja, so, das kann hier so nicht weitergehen. Also Braunkohle ist einer der Hauptursacher von Klimawandel. Aus der Idee heraus, wir können irgendwie nicht weiter auf politische Entscheidungen warten, sondern müssen direkt vor Ort handeln, wurden dann die Entscheidung getroffen, ja, wir besetzen den Wald, weil dann, wenn wir da sind mit unseren Körpern, ist es halt viel schwieriger, den zu roden und es wird auch viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt werden.